Hey Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Lil Polars mit einem neuen Video für euch heute, Leute. Wir reagieren heute mal auf iCrimex und auf Standardskill, Leute. Wenn ihr schon mal nichts verpassen wollt, Leute, gerne Abo-Button und die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen, würde mich freuen. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefällt, Leute, würde mich ebenso freuen. Und dann würde ich sagen, wir schnacken nicht lange, wir gehen auch direkt rein und let's go. Ja, hallo, ich starte gestern auch mit einem neuen Video. Und zwar, Leute, ihr habt ja mitbekommen, was gestern abgegangen ist. Und zwar, mein Auto wurde von den richtig ekligen YouTuber SU Russack und der Crimex überfallen, Leute. Und wir haben einige Autos verloren. Das gibt heute auf jeden Fall Rache. Aber Amir hat ja richtig viele krasse Autos bei uns geholt, Leute. Einmal diesen Cullinan hier und einmal den Ferrari. Und da ist nämlich heute die Auslieferung, Leute. Ich habe ihm nämlich gesagt, ey, ich will ihm die Autos auf jeden Fall vorbeibringen. Und viele von euch haben sich auch schon gewundert, wo die gute alte Frau Kirsche ist. Und ich sag euch, Leute, ich weiß es nicht. Ich werde die nachher, Leute, wenn wir die Autos ausgeliefert haben, auf jeden Fall mal suchen fahren, weil, ey, das ist echt komisch, Freunde. Die musste eigentlich schon längst arbeiten sein, kommt nicht mehr zur Arbeit, hat sich nicht abgemeldet. Keine Ahnung, was mit der ist. Und eigentlich waren wir immer gut zu ihr gewesen, Freunde. Die haben ja auch gut Geld gezahlt und einfach so plötzlich ist sie weg. So, Freunde, wir werden jetzt erstmal hier in den fetten Cullinan rausfahren. Schade, Leute, das Autohaus wird immer leerer, aber wir müssen natürlich auch ein bisschen Geld verdienen. Dafür haben wir das Autohaus ja gemacht. Ich muss sagen, dieser Cullinan war auch ein Auto, also eins meiner All-Time-Favorite-Cars gewesen. Das sieht so geil aus. Ich werde ihn mal hier so hinpacken. Und dann werden wir jetzt mal den LKW hier aufsatteln, dass wir das Auto direkt zu Amir bringen. Ich bin auch gespannt, was er sagt, Freunde. Er wird sich natürlich freuen, wenn jetzt hier Autolieferung kommt. Der wird so gehypt sein. Holy moly, sage ich euch. So, warte, wir müssen jetzt mal erstmal den Anhänger hier anbringen. So, haben wir hier einmal durch die Tor durch. Wenn wir das erste Auto aufladen, dann das zweite, weil er hat ja den Ferrari noch, ganz easy, Rampe raus. Ich muss echt sagen, wäre der Überfall nicht gewesen, Freunde, wenn wir babamäßig mit unserem Autohaus schon vorangekommen und wir hätten auch investieren können in endlich mal andere Sachen, weil ich wollte ja noch Stani Airline aufmachen, alles drum und dran, aber jetzt durch den Überfall. Ey, ich check das nicht, Leute. Max und Essio und Russack, die haben doch genug Geld. Was wollen die denn mit meinen drei Autos, die sie hier geklaut haben? Die wollen mich doch einfach nur ärgern. Viele von euch haben gesagt, ich soll hier Max sein Haus anzünden. Leute, ich sag euch so, wie es ist, ne? Ich werde gleich zu Max hinfahren und wenn er nicht da sein sollte, ich werde das komplette Haus... Ich will nicht zu viel verraten, aber da wird auf jeden Fall einiges passieren, was Max nicht erfreuen wird. Also entweder gibt er hier das Auto raus oder das gibt richtig Ärger. So, den Ferrari noch raus. Sind ja schon alle hier maximal getunt. Der hat auch nichts gesagt, dass er jetzt eine andere Farbe haben will. Und dann kriege ich ja von ihm noch, Leute, 70.000, weil er hatte ja nicht so viel mitgehabt, beziehungsweise ich sollte ihn erst die Autos liefern, weil er gedacht hat, ich ziehe ihn ab. Und dann gibt er mir die restlichen 70.000 noch für die Lieferung. Also auch nochmal sehr, sehr schnelles Geld. So, die Autos stehen beide drauf, Rampe reingefahren. Und dann der Stani Performance Transporter ist offiziell unterwegs. Immer noch mit diesen alten LKW hier. So, ab geht's, Leute. Zum guten alten Amir. Service wird natürlich bei uns groß geschrieben. Lieferung, Freihaus, ohne extra Kosten. So, der wohnt ja in der Berge, der ist ja irgendwie umgezogen. Und Amir hat ja auch gefühlt drei Häuser. Also der hat ja wenigstens Kohle und der gibt das Geld auch mal legal aus und klaut nicht immer alles. Immer die ganze Zeit das Klauen und so, das nervt ja auch. Freunde, das ist meine alte Bude hier. Ich will mir auf jeden Fall in den nächsten Tagen auch ein neues Haus kaufen. Und wir müssen das mit Bilal klären, Leute. Ich muss unbedingt für Bilal sein Autohaus wieder zurückkaufen. Weil ansonsten war es das mal gewesen mit Freunde. So, mal gucken, ob er da ist. Ich hoffe, er ist da. Wenn nicht, dann stelle ich die Autos hier einfach hin. Amir! Hallo! Hallo? Oh, Amir, Stani! Komm raus! Deine Lieferung! Oha! Meine Babys sind da! Ja. Oh mein Gott, sehen die schön aus! Du, Amir, hast du eigentlich mal was von Max und Essie oder so gehört? Nee, Digga, ich hab die angerufen. So, ich wollte fragen, jo, was ist los, Alter? Warum die auf dich losgegangen sind? Es gibt so viele Autos, die man beklauen kann. Ja, und dann einfach die Kollegen. Nee, Bro, keine Ahnung. Die haben sich auch nicht mehr bei mir gemeldet. Aber voll komisch, so kenne ich die Jungs gar nicht. Enrico hat sich bei mir auch gemeldet. Und über Sue und irgendeine Freundin soll entführt worden sein von dir? Hä, ich hatte da gar keine Freundin, hä? Ja, Bro, keine Ahnung. Warte mal ganz kurz, Stani. Oder meinen die hier Frau Kirsch hier aus dem Autohaus? Du hast doch mit so einer Frau letztens einmal bei mir gewesen, oder? Ja, das war Frau Kirsch, stell dir die mal hier hin. Als du gezeigt hast, was du für mich extra gemacht hast. Ja, das war Frau Kirsche gewesen. Kann sein, dass sie vielleicht von denen irgendwie Probleme mit denen hat, weil irgendwie ja, schon in der Nacht... Das Ding ist, die war halt schon ewig nicht im Autohaus, Bro. Ich suche die auch schon die ganze Zeit. Ja, keine Ahnung. Enrico hat mir irgendwas mit Freundin von Stani und Essio geschrieben. Ich Essio? Ganz ja, Essio, Alter, ja. Wenn Essio damit zu tun hat, dann dreh ich durch! Ja,
Jetzt Bro, reicht's mir, Alter. Jetzt ja, reicht's also, mir. Ich hab keine Zeit für die Scheiße hier, Armin. Alles ja, gut, Stani? Autos, die 70.000 bringst du mir die Tage vorbei. Ich hab jetzt keine Zeit. Ja, ich muss halt das Kern fahren. Okay, okay. Alter, also, komm, ich drehe komplett durch. Da komm ich die Tage vorbei und bring's dir vorbei, ja? Ja, danke, Mann. Ey, Leute, habt ihr das gehört? Ich glaube, ich drehe durch, Junge. Was hat Esio und Enrico da schon wieder geplant? Wahrscheinlich hängt da Max und so auch noch mit drinne. Jetzt und Jeremy, was machst du gerade Schönes? Esio fahren. Und wenn er mit der Sprache nicht rausrückt, ich sag euch, Freunde, dann wird es hier heute eine richtig kranke Eskalation das geben. Eskalation maximal TikTok. Wird es dann nämlich geben. Ah, okay. So, Leute, ich pack jetzt hier den Karren hier. Ne, mal ein schnelleres Auto nehmen, falls es irgendwelche Probleme gibt. Ich werde mich auch noch ausrüsten mit ein paar Waffen, weil ich lasse mir das nicht mehr gefallen, Leute. Jetzt ist es vorbei. Jetzt werdet ihr mal einen ganz anderen Stani kennenlernen. So, Leute, mit Waffen sind wir ausgerüstet. Wir haben hier volles Inventar. Bumm. Und jetzt, ich werde nicht der G-Klasse werde ich nicht fahren. Und wir werden hier auf Undercover. Der fällt nicht ganz so krass auf, der Bentley. Der ist schon so ein bisschen understated, meiner Meinung nach. Auch halt die Frau und so. Der passt sich gut an die Außenwelt an. Und damit werden wir jetzt mal bei Essie vorbeifahren und mal gucken, was da abgeht. Und dann ich weiß fragen, nicht. Ich habe meine Stahlkappenschuhe extra ausgezogen, ich glaub, weil ich unten an den Sohlen gesehen habe, dass da unten nämlich Dings dran sind. Putz dran ist. Deswegen habe ich die ausgezogen und hier runtergetragen. Ganz vorsichtig. Also kann es ja nur einer gewesen sein. Ich weiß. Aussteigen! Jetzt hab ich das nicht wissen. Okay. Okay. Raus, ja. Okay. Komm mit. Los, mach mal hier schneller. Ja, ja, okay. Ich mach ja schon. Aussteigen, hab ich gesagt. Folgt mir. Ja, so muss das sein. Los, folgt dem. Ist das besser so? Ja, so aber nicht so schießen. Rein damit. Rein da. Sehr gut. Rein da. Los, Essu, rennen. Essu macht das gar nicht freiwillig, Leute. Hey, die haben da Anna, Alter. Los, rein damit. Wegschneiden. SU, denk mal ein bisschen an das Geld, ein bisschen mehr Motivation ja. Hier. Muss man wegschneiden. So, Frau Kirsche, ne? Ja, komm her. Haben wir uns nicht mehr gesehen. Ey, Leute, Alter, ich fahr mal weg hier, Alter. Was geht man da denn jetzt mich, ab? Wenn's essen was okay. geht da denn jetzt ab? Was hat denn jetzt Frau Kirsche damit ja, zu tun? Die haben mich mit der Waffe bedroht, Leute. Ich glaube nicht, dass die das freiwillig gemacht hat. Ich warte am besten, wenn es bis dunkel wird, Leute. Und dann werde ich da reingehen und werde die einfach überfallen. Ich werde mir Maske überziehen, Leute, und dann ab rein. Ich denke mal, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Ey, so Leute, jetzt ist es mitten in der Nacht. Ich habe mir jetzt hier eine Maske einfach übergezogen. Die können ruhig sehen, wer ich bin. Aber die sollen so auf den ersten Blick erstmal denken, was jetzt abgeht. Und jetzt werden wir da leise hinfahren. Und dann werde ich den Typen mal da oben ein bisschen überraschen, Freunde. Und mal fragen, was da abgeht. So, Licht werden wir natürlich ausmachen, nicht mit Licht anfahren. Weil jetzt ist komplett Alarm, Leute. Und dann werde ich auch noch zu Max vorbeifahren. Und dann werde ich ihn auch noch klären, was das hier alles auf sich hat. Okay, Leute, hier ist das Haus. Ich werde mal das Auto hier abstellen. Ja, dann können wir direkt zum Auto rennen und abhauen. Das ist natürlich eine gefährliche Situation, Leute. 2-1, aber das ist natürlich auch der Überraschungsmoment. Okay, Leute, da müssen wir hoch, Alter. Jetzt reicht's mir, Freunde. Ich sag euch ehrlich, SU hat ein bisschen übertrieben. Anna ist jetzt schon seit weiß ich wie viele Wochen weg. Und... Was macht ihr da? Bringt ihr da? Oh, ist das gruselig, Bro. Hä? Schlafen die auf dem Boden hier, oder was? Oh. Anna, komm mit. Komm mit. Komm mit. Geh raus. Enrico! Mein Auto steht da hinten, ja. Okay, ist okay. Hier geradezu, geh schnell hier hinter. Geh schnell zu meinem Auto. Okay. So, Leute, jetzt reicht's mir, Alter. Das haben die nicht umsonst gemacht. Jetzt werden die sehen, was sie davon haben. Pass mal auf. Guck mal, was ich hier mitgenommen habe, Leute. Ich habe einen Kanister und Molotov-Cocktails. Ja, und ich sag euch ehrlich, Leute, so ein Holzhaus, das brennt Baba-mäßig. Das brennt Baba-mäßig. Na, ein bisschen näher. War Thunder, das Militärfahrzeug-Action-Game, hat das erste große Update dieses Jahres erhalten. Neu hinzu. Nein. Raus hier, Leute. Oh mein Gott, Alter, das hat SU davon.
Das hat er Süder von Leute. Schnell weg hier, Alter. Wow! Was für eine Explosion. Anna, steig hier ein, Alter! Okay, okay. Was haben die mit dir gemacht? Das ganze Haus brennt! Ja, oh Alter! Gott, wie das aussieht. Scheiße, das hat er davon, Leute, Alter. Ihr sollt lieber nicht mit mir anlegen. Wie lange haben die dich denn jetzt entführt gehabt? Wo warst du denn gewesen? Oh, ich war erst beim Urlaub, weißt du? Und, ja. dann bin ich vom Flughafen wieder gekommen, hab ein Taxi angerufen und dann auf einmal sind die zwei mir vorbeigefahren und haben mich einfach mitgenommen. Aber ja, wie? Die haben sich ein Taxi und dann mitgenommen und was denn passiert? Ja, genau. Ja, die haben aber das war dann schon zwei Wochen her. Ja, weiß ich nicht. Ich habe das Zeitgefühl verloren. Nee, die haben mich auf jeden Fall mitgenommen. Ich konnte nicht mehr raus und irgendwie wurde SU auch da gezwungen. Wie, SU? SU hat damit gar nichts zu tun? Nee, eigentlich nicht. Da wurde auch bedroht die ganze Zeit. Oh. Leute, aber das ist SUs Haus, was da brennt. Und SU war in dem... Aber er hat ja gestern auch mein Auto geklaut. Was soll ich da machen jetzt? Ja... Kann man jetzt nicht ändern, ne? Das Haus brennt jetzt halt, Anna. Was sagst du dazu? Ja. Ey, ich hab dich schon vermisst, ey. Wir hatten so viel zu tun und so viel Auto, so viel Action war gewesen. Das glaubst du gar nicht. Ja, ich hab dich auch vermisst, also. Ja, ey, kann doch nicht sein, ey. Gut, dass du jetzt wieder da bist. Pass mal auf, wir fahren jetzt ins Autohaus und du musst dir eine Waffe schnappen. Wir müssen dann zusammen zu Max fahren. Okay. Weil der hat nämlich gestern das Autohaus überfallen mit Russak, Max, SU, alle drum und dran, haben ja Autos geklaut. Ach, Scheiße. Und die holen wir jetzt zurück. Und wenn wir die nicht zurückholen, dann werden wir jetzt sein Haus kaputt machen oder sonst was. Ist mir egal. Ja, mach mal. Bin ich direkt dabei. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, warte mal, Leute. Wir fahren jetzt schnell zum Autohaus. Wir werden Anna noch Waffen holen. Ein paar Molotow-Cocktails. Und dann wird mit Max' Haus das gleiche passieren wie mit SUs Haus. Okay, steig schnell ein. Geh mal in mein Büro und hol die Waffen, ja? SK. So, renn schon rein, ja, sehr gut. Okay, komm schon rein, ja? Ja. Hast du alles, ja? Ich habe alles. Guck mal, wir machen das jetzt am besten so, ne? Wir fahren jetzt zu deinem Haus hin, dann fährst du, wir haben jetzt hier die Scheiben vom Bentley verdunkelt, ne? So, du fährst rein, ich sitze mit drinne, ich sitze hinten und dann redest du so mit Max und sagst so, ja, Stani ist voll abgehoben geworden und so und du hast keinen Bock mehr bei denen zu sein, wie ist das Ananas? Und dann locken wir den quasi so ein bisschen aus dem Haus raus. Und sobald der aus dem Haus raus ist oder irgendwas macht da, bumm, werde ich ausspielen, werde ihn mit Waffen bedrohen und dann wird er sehen, was er davon hat. Das muss auf jeden Fall Konsequenzen haben. Das habt ihr auch unten in den Kommentaren reingeschrieben, dass das nicht geht. Okay, warte mal, wir werden mal hier das Auto wechseln, Leute. Weil durch die verdunkelten Scheiben kann er eh nicht sehen, wer fährt. Und dann wird er überrascht sein, dass ich da mit dabei bin. So. Okay, dann fahren wir jetzt schon mal vor und wir gucken erstmal, wo das Haus ist, ob er überhaupt da ist. Ich glaube, der müsste eigentlich da sein. Ja, yeah, wohnt, glaube ich, noch ein bisschen weiter rein, ne? Ja, fahren wir ein bisschen weiter noch. Ja, hier. Okay, okay, warte mal hier vorne. Warte. So, okay, nochmal. Also, du gehst jetzt rein, lenkst ihn so ein bisschen ab, redest mit ihm und dann frag ihn auch mal so, warum er meine Autos geklaut hat und so. Und, weil ich will das wissen, von wem er den Auftrag hat oder wieso er das gemacht hat. Und dann, bumm, schlagen wir zu, okay? Nee. Anna, bist du bereit? Ich bin bereit, bist du bereit? Okay, ich bin bereit. Los, Anna, dann fahr jetzt rauf und dann ziehen wir es durch, okay? Und denk dran, du musst dich immer mit der Waffe bedrohen. Der Typ ist krank, ja? Alles klar. Okay, ich bin jetzt leise, ja? Oh, da ist er, besser. Okay, fahr mal hinten durch. Oh, da ist er. Hey, wer ist hier in meiner Einfahrt? Hallo? Steig aus, du. Hey, Frau Kirsche. Hey, was geht? Ah, ich hab mich schon gefragt, wann du mal zu mir kommst. Oh, echt? Okay. Hat Dani dir nicht gesagt, dass ich das deine Nummer haben will? Nee, eigentlich nicht, aber Stani, ach komm. Schade, dass er mir nicht gönnt. Ach, Stani ist ein richtiger 30er geworden, weißt du? Gar keinen Bock mehr auf den. Ach, warum das denn? Zu schlechte Bezahlung. Dann noch die Sache mit den Securities damals, als ich entführt worden bin. Gar keinen Bock mehr drauf. Ja, gut, ich hab dich ja auch entführt, Mann. Das kann der Stan ja nicht unbedingt was dafür. Aber nee. Soll ich dir mal was anvertrauen? Was denn? Den Stani, den haben wir schon ein paar Mal abgezogen. Also wenn echt? Kannst du bei uns mitmachen. Da wirst du auf jeden Fall besser bezahlt. Was habt ihr denn? Wir klauen die Autos von dem und können die schnell auf den Schwarzmarkt und Alter.
Heftig, ja. Wer ist denn davon euer Boss? So, Max, Hände hoch, Alter! Keine falsche Bewegung oder ich schieße, Mann! Ja, ey, was soll die Scheiße? So. Ey, Frau Kirschen, was soll das? Das war eine Falle, Alter, und du bist drauf reingefallen. Du hast wohl nicht die Rechnung mit Stani Performance gemacht. Ey, Scheiße, Alter. So, Max, du hast mein Auto aus oder wolltest meine Existenz zerstören? Ne? Autos auf den Schwarzmarkt bringen und alles. Bleib stehen jetzt! Ihr werdet mich niemals kriegen! Max, mach keine Faxen, Alter. Bleib stehen! Oh nein, 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 Platten! Ja, der Platten, Alter. Du musst keine Faxen machen. Shit, ich... Mann, scheiß Golfkart, Alter. Hättest du da nicht mal Schuss der Reifen tunen können bei den Dingen? So, komm mal jetzt mit. Pass mal auf, was jetzt passieren wird, Alter. Jetzt wird nämlich das passieren, wovor du immer Angst hattest. Haha, und du kannst dir das persönlich angucken. Komm mal schön mit hier. Wovor hatte ich denn immer Angst? Vor den Killer-Clowns oder was? Ja, pass mal auf. Stell dich mal hier oben hin. Frau Kirsche, immer schön im Auge behalten, weil das ist ein Schlitzohr. Hier oben kannst du dich hinstellen, dann kannst du das Ganze schön mitbeobachten, das ganze Spektakel. Frau Kirsche, immer schön mit Waffe auf den Zielen, ja? Alles klar. So, Max, guck mal, was wir hier haben. Das wollte ich dir einmal zeigen. Weißt du, was hier drin ist? Benzin. Ja, und weißt du, was mit Benzin macht? Autos tanken. Ja, Autos tanken. Ich werde jetzt damit mal dein Haus tanken. Ey, nein, du kannst doch nicht mein Haus abfackeln. Doch, ja, ich werde jetzt dein Haus abfackeln. So, ey, Leute. Das kannst du nicht machen, Mann. Paul Berger und ich wohnen doch hier. Ja, wir sind Max. Obdachlos. Dafür kann ich nichts. Du hast es übertrieben. So, Leute, ihr habt gesagt in den Kommentaren, ich soll das machen. Mir bleibt nichts anderes übrig. Ich muss das jetzt durchziehen, ey, Freunde. Stani, Digga, übertreib doch nicht. Autos hin und her, aber ich bin obdachlos, wenn du das machst. Tja, dann muss man sich das vorher überlegen. Hier das wird Rache geben. Du weißt, ich hab mächtige Freunde. Tuan und ich werden dich fertig machen, Alter. Meine Freunde, vor denen habe ich keine Angst, Alter. Das wird hier ordentlich knallen. Ich werde dein Kackauto aus dem Erdboden gleich machen. So. Dann gucken wir mal, wie die Hütte brennt, würde ich sagen, oder? Bist du bereit, nein, Max? Nein, mach das doch nicht. Und Feuerbrand! Nein! Na, Max, wie hat dir das gefallen? mein Haus. Das war aber nicht alles gewesen. Ja, noch mehr. Reicht doch jetzt mal. Let's go. Hör auf, Mann. Ey, beruhig dich, Alter. Das hast du davon. Du hast dir das so ausgesucht. Ich sag dir, Max. Alter, ey, das wird richtig Rache geben, Stein. Das sag ich dir. Wir waren mal Einbruchbrüder, Mann. Ja, wir waren die Einbruchbrüder, bis du mir in den Rücken geschossen hast. Ich werde dich richtig fertig, Mann. Rein ins Auto schnell. Oh mein Gott, das brennt hier alles, Leute. Ja, kannst du dich noch bei mir entschuldigen? Dann würde ich gleich die Entschuldigung annehmen, Alter. Verpiss dich hier von meinem Grundstück, Junge. Bevor ich mich vergesse. Ruf erstmal die Feuerwehr. Oh mein Gott, Leute. Ey, das war schon ein bisschen hart gewesen, ne? Aber ihr meintet in den Kommentaren, ich soll das so hart machen. Ey, das ist ja zu krank. Ja, wir mussten uns doch rechnen, Leute. Er wollte mein Auto auch das zweite Mal schon platt machen und hat illegale Scheiße gemacht. Hä, warum ruft der Max doch an? Hä, was will der denn jetzt noch von mir? Ja, was ist? Digga, ey, du checkst doch gar nichts, oder? Was ist denn? Bro, ich wollte das nicht sagen, weil ich niemandem in den Rücken fallen will. Aber Digga, das war ich gar nicht mit deinen scheiß Autos, Mann. Du hast mein Haus abgefuckt. Hä, aber du warst doch dabei gewesen und hat die Autos mit geklaut. Bro, ich wurde dazu gezwungen. Von wem denn? Digga, Amir steckt hinter der ganzen Scheiße. Nein, Amir hat bei mir zwei Autos gekauft. Der ist korrekt. Ja, Bro, denk doch mal nach. Der hat Autos gekauft, damit er weiß, wie das bei dir abläuft. Wie die Sicherheitssysteme funktionieren, damit er oft bei dir ist. Und dass er gut dasteht, oder was? Bro, der hat meinen kleinen Bruder entführt und bedroht, wenn ich da nicht mitmache. Du checkst auch gar nichts, Alter. Und jetzt habe ich kein Haus mehr. Oha, wer hat denn aufgelegt, Leute? Ey, Scheiße, Digga. Haben wir jetzt Scheiße gebaut, Leute? Vidal ist auf uns sauer. Jetzt ist Max auf uns sauer, aber hä? Das war doch eigentlich. Aber wie der hat was, wir können gleich Velo. Haben wir Max einen kleinen. Ah, ich mach mein Rocket League Match jetzt noch zu Ende. Ich tu gerade noch Video hier gucken. Dann geht das noch. Wie lange geht das noch? Dein Video. Ich seh gleich vorbei. Sag dann einfach, wie lange das noch geht.
Leute, die 14 Sekunden reißt es jetzt auch nicht raus, Alter. Ja, anstatt du einfach sagst, wenn ich frag, wie lange geht das noch, anstatt du dann einfach sagst, ja, 14 Sekunden und nicht ein Jahr, das ist eh gleich vorbei. Ja, Digga, ich weiß halt nicht, ob ich noch jetzt noch eins gucken soll oder. Nein. Ach, Digga, mit einem. Kann doch gleich Belo rein. Ja. Ich hab noch 2 Minuten zu spielen. Ja, dann beende ich das Video halt. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat es wie immer gefallen. Gerne Abo-Button und die Glocke aktivieren und nichts dazu verpassen. Würde mich freuen. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Würde mich ebenso freuen. Und gerne auch einen Kommentar da lassen. Ihr wisst, ich lese mir die Kommentare immer gerne durch, Leute. Und dann wünsche ich euch allen heute noch einen wunderschönen Sonntag und dann. Ja, euch allen noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Video, Leute. Bye.